Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Rome 2 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit den mächtigen Sachsen. Und heute wollen wir nach Möglichkeit zusehen, wie die Kaledonier hier noch ein bisschen rumerobern. Wir haben jetzt mittlerweile endlich mal eine komplette Provinz unter unserer Kontrolle. Vielleicht schaffen wir es irgendwie noch einen unserer Nachbarn. Am besten wäre natürlich hier die Langobarden, ne, in eine Konföderation zu bekommen. Aber momentan haben die alle da keine Lust drauf. Das gallische Rom. Naja, wir haben den Nicht-Angriffspakt. Schutzbündnis will er nicht. Da müssen wir abwarten. Britannien mag uns. Hätte ich gern ein Handelsabkommen. Sprecht, Freund, und ehrt uns mit eurem Verstand und eurer Weisheit. Komm, leg mal 500 drauf. Das ist super. Mögen Sie eure Weisen? Das Ding ist ja, also ich glaube tatsächlich wird Kaledonien hier die Typen hier noch angreifen, wenn es gut für uns läuft. Nächste Runde. Jo. Kaledonien will Militärzugang für Geld. Warum nicht? Entschuldigung, war nicht Kaledonien, war Britannien. Ich weiß nicht, werden die ein bisschen angriffslustiger, wenn ich, wenn die ein bisschen angriffslustiger, wenn ich nicht Angriffspakt mit denen mache? Versuch die Wahrheit nicht mit Honig. Okay. Seid gegrüßt, mein Freund. Ja, da müssen wir halt immer wieder mal gucken. Semnonen. Seid gegrüßt. Sprecht gerade heraus. Wird gegrüßt. Gegrüßt. Willkommen. Da, die Daueraufreger sind wieder da, ne? Sicher, eure Worte ehren sowohl euer als auch unser Volk. Hoho. Die Warnen wollen ein Schutzbündnis. Ja, das ist halt, weil die da im Krieg sind mit den anderen, ne? Mit den Semnonen. Was haben die eben gesagt? 1800 oder so, ne? Naja. Heilwasser bekommen wir. Bonus auf die Hygieneversorgung. Ein guter Schweinbraten wartet auf euch. Na, da gucken wir jetzt jede Runde, wenn die da mit den Warnen im Krieg sind, du bist ihr auch im Krieg. Ehrt uns, wenn wir fertig gesprochen haben, erwartet. Der wollte mir jetzt wieder mit diesen reifen Weibern kommen, oder? Ehren sowohl euer als auch unser Volk. Ja, ne? Klicki, klicki, macht der Günner. Wo zum Teufel ist deine Armee? Aha. Pass auf. Einmal mache ich das. So, die hassen mich jetzt natürlich, weil die halt sofort wissen, dass der Günner da an der Armee rumgeschraubt hat. Wahrscheinlich. Wenn wir Pech haben. Aber für mich ja wichtig, dass der Typ da jetzt nicht hier irgendwie... Verstärkung dieser Armee nicht möglich. So, diesmal ausnahmsweise. Ich gehe mal hin und schneide es nicht raus.
Okay. Das war interessant, dass die... Ja, unser Agent wurde zweimal entdeckt. Okay. Schildjungfrau bekommt noch ein Level. Das war jetzt insofern sehr interessant, weil er jetzt Iska eingenommen hat. Gut, da ist noch eine große Armee von den Briten nebendran, aber müssen wir mal schauen. So. Die Briten hassen mich jetzt, oder? Nee, hassen mich nicht. Sie haben es nicht spitz bekommen. Das ist wichtig. Wie läuft das jetzt weiter? Der hat ja noch Armeen noch und nöcher. Die steht wahrscheinlich hier. Die steht wahrscheinlich in Camuldunum. Das nochmal. Damit diese Armee jetzt nicht mehr so eine eklatante Bedrohung für die Kaledonia ist. Setzt euch um die Schweinefeuer. Ich erwarte weitere Befehle. An die Arbeit, Männer. So. Ich bräuchte eigentlich mehr Agenten, das ist total kacke, ne? Sicher, wir müssen reden. Auf jeden Fall müssen wir reden. Gutes Essen. Seid gegrüßt, mein Freund. So witzig, dass die halt auch alle die gleiche Stimme haben. Ihr ehrt uns. Na, also ich finde halt... Man hätte doch dann hingehen können, sorry, ich fange schon wieder an zu ragen mit diesen dämlichen Stimmen. Ich erwarte eure Worte mit. Ach Mist. Man hätte halt echt hingehen können und sagen können, so Leute hier, drei verschiedene Stimmen für diese ganzen Germanen-Fraktionen. Weil es gibt halt auch einfach so unglaublich viele, die diese Stimme halt haben, ne, in dem Spiel. Okay, wir lassen wieder, ich bin wieder ganz ruhig jetzt bei Rundenwechsel, aber wir gucken jetzt immer genau an, was hier passiert. Ah, Moment, da war noch eine... Warte mal, meine Schwertjungfer war das, ne? Meine Schwertjungfer mit dem Jungfernschwert. Schildjungfer mit dem Jungfernschild. So ist es doch richtig. Wow, unglaublich. Die haben tatsächlich diese Siedlung aufgegeben. Sie wissen aber immer noch nicht, dass ich es war, der sie da so vergiftet hat. Okay. Warum haben die so ganz offensichtlich überhaupt kein Interesse daran, Iska und Moridunum zu erobern? Doch Iska wollen sie offenbar, aber nur mit minimalstem Aufwand. Ich freue mich, eure weisen Worte. Warum ist das so? Seid gegrüßt und nun... Ein guter Schweinbraten wartet. Warum ist das so?
Ich kann den auch nochmal vergiften. Für den Allerkopf. Die Zerstörung. Aha. Jetzt wird ein Schuh draus. Ich bin das Messer im Dunkeln. Ja, wir gucken uns das nochmal an, was jetzt hier passiert. So, Achtung. Hä? Ich glaube, sie haben Iskar geplündert. Ich glaube, sie haben Iskar geplündert. Nee. Da stimmt doch irgendwas nicht. Wie groß ist denn die Garnison da drin? Das sind nur 5 Einheiten. Das kann nicht sein. Da stimmt irgendwas nicht. Oder haben die echt nur einfach so die Armee gewiped? Und haben sich dann gedacht, so jetzt machen wir Schluss? Moment mal kurz. Okay. Gucken wir mal, ob er sich vielleicht hier aufhält. Mir kannst du, glaube ich, gar nicht helfen. Wir können den Typen da weiter sabotieren. Forschung ist abgeschlossen. Boah, Weisheit der Ältesten, keine Ahnung. Also es scheint momentan noch nicht so wirklich zielgerichtet zu sein. So, holen wir uns die nächsten Schiffs. Jawohl, okay, Iska hat er genommen. Holen wir uns mal die nächsten Schiffs, Bauten oder wie auch immer. Okay, Nummer 1. Da müssen wir jetzt weitermachen. Auszüge gegeben und dankbar angenommen wird, ist für alle Beteiligten ein Segen. Ich mache das ja deswegen, weil ich möchte, dass mein, die Langobarden sowieso noch ein Bündnis und dann eine Konföderation mit mir machen. Gepreisen sei der Altvater. Wie kann ich euch helfen? Keine Ahnung, Autorität, das ist relativ Latte. Die anderen Dinger brauche ich nicht. Klar, ich kann auch Kulturkonvertierung nehmen, aber warum? Okay. Vielleicht in Form einer kleinen Geldspende würde ein anderes Licht auf euch werfen. Ich bin mir nicht so sicher, weil die halt im Krieg mit den Langobarden sind. Und deswegen. Oha. Ja, Britannien ist weg. Cool. Okay. Okay. Dann. Holen wir uns mal noch ein bisschen was an ordentlicher Infanterie. Ja, also es ist die Frage, ob wir plündern wollen.
Ja, komm, ach. Das ist doch ganz okay. Auf der anderen Seite, ey Junge, komm, lauf mal ruhig vor. Bis dahin. Muss gucken, dass ich den Typen dann kille. Fraktion vernichtet. So sieht es aus. Das ist nicht dein Ernst, ne? So ein Quatsch, ey. Okay, das ist auch Quatsch. Warum segeln die da oben rum? Unsere weisen Frauen haben ja. Schade. Schade. Oh, wir kriegen schlecht gewonnene Nahrung. Mhm. Setzt euch und teilt mein Feuer. Ich werde. Ach, genau, weißt du, und jetzt klappt es nicht, ne? Boah, das ist doch dumm. Wenn du schon ausricken möchtest, was nehmen wir denn dann für Einheiten noch mit? Wir lösen mal hier diese schlechten Piken auf. Wir machen noch ein paar ordentliche Piken dazu. Wir haben die nächste Forschung abgeschlossen. Der große Hafen ist sicherlich nicht unsinnig, aber hier kommt der coole Kram, den wir auf jeden Fall brauchen. Günstigere Rekrutierungskosten, mehr Geld durch Überfälle und der ganze Kram und halt die zusätzliche Bewegung auf der Kampagnenkarte. Finde ich halt schon ziemlich cool. Wir nehmen noch den zusätzlichen Rekrutierungsslot mit. Okay. Ja. Ja. Gut. 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 Warum zeigst du mir die Einheiten an? Die interessiert kein Mensch. Was uns interessiert ist, Verstärkung dieser Armee nicht möglich. Diese Armee kann sich nicht bewegen oder Aktionen ausführen. Das ist sehr wichtig. Wir wollen ja hier den Bruder da angreifen oder den. Und das Problem. Ach nee, weißt du, was das Problem ist? Ah, wobei, doch. Doch, das müsste aber gehen, wenn wir nämlich hier hinlaufen. Wichtig ist. Wir müssen es schaffen. Diese Stadt vorher zu umgehen.
Boah. Das ist diffizil. Wir müssen dann nämlich einmal hier hin. Schaut euch mal das an. Die Städte könnten sich gegenseitig verstärken. Ja, ja, du willst natürlich darüber wollen. Aber Moment, lauf mal. Lauf mal hier hin. Da müsste er nämlich stehen können. Und du müsstest hier stehen können. Okay, pass. Nee, der Pfad ist nicht versperrt. Nein, ist er nicht. Unser Pfad ist versperrt. Der Weg ist versperrt. Der ist nicht versperrt. Okay, pass auf. Lauf mal so. Der steht jetzt halt dummerweise hier auf dieser Grenze, aber es müsste noch gerade so hinhauen. Wenn ich jetzt, also meine Überlegung, hingehe und zu dir sage, hey, hallo, guck mal, ich hätte gern Handelsabkommen mit dir. Ich biete dir aber dafür an, dem Krieg gegen die Kaledonier beizutreten. Ach, das findest du nicht gut? Der findet mich aber dann offenbar echt doof. Ja, komm. Dann. Ach, du willst nur nicht mal for free wollen, dass ich denen den Krieg erkläre? Okay. Bereit zum Kampf. Setz euch und dealt meine Feuer. Und jetzt fehlt dir. Och komm, also Spiel. Ja. Das geht. Befreien Sie der Alpatre. Endlich Aufregung. Wir belagern Sie nach einem Kampf. In den Kampf. Ah, das geht. Und das ist die Garnison, die damit rauskommt. Halleluja. Hihi, Nachtangriff machen wir natürlich nicht, weil uns dann nämlich die Verstärkung hier fehlt. Wir hätten Nebel. Cool. Das UI hier ist definitiv zu groß. Ich meine, schau euch das mal an. Das nimmt ein Drittel des Horizonts weg. Kann man das, wo kann ich das kleiner machen? Habe jetzt nicht gesehen, was es ist. Vielleicht weiß es einer von euch. So, da kommt unsere Verstärkung, ne? Das stellen wir uns so mal hin. Also, dann machen wir den auf die Flanke. Und die hatten wir ja vorhin immer so ein bisschen im Zentrum. Jetzt mal kurz, wie dick sind die Reihen da? Oh, noch nicht so toll. Darf auch ein bisschen dünner aufgestellt sein. Ihr seid der Forst, ja, ja, ist schon klar. America first, Germany firster. So, dann. Bitte noch hier die Kavallerie. Seht, hart ist wie wir selbst. Die wissen, wie man kämpft. Macht euch darauf gefasst, dass all eure Tapferkeit und Kraft direkt entgegnet wird.
Vorwärts! Ja, okay, gut. Also so ein bisschen an, also ein bisschen Tonhöhenvarianz würde unserem General da sicherlich nicht schaden. Ne? Ich halte es für eine ganz coole Idee, ihn mit so einer massiven Kavallerie einfach zu zerstören. So, und den General brauchen wir noch, ne? Dann machen wir das etwas anders, weil der General, der sollte natürlich mittig stehen. Super. Schauen, ob wir das vielleicht mit unserer Kavallerie schon etwas antizipieren können. Bogenschützen erwischt. Schneller Reiter. Vorwärts Reiter. Berittene Kundschafter. Oh ja, klar, die werfen erstmal Speere nach meinen Bogen, nach meiner Kavallerie. Die Pferde lieben Blut. Offenbar. Hey. Berittene Kundschafter! Erzittert vor uns! Germanische Krieger! Kommt mal weg da. Berittene Kundschafter! Schneller Reiter! Ey, ohne Quark, ne? Bleiben die da stehen, um sich da abschlachten zu lassen, oder was? Schnell jetzt! Erzittert vor uns! Die Reiter sind bereit! Schwere Reiter, Krieger, Germanien! Zum Kampf bereit! Krass ist halt hier, dass die halt auch, Krieger, Germanien! Dass die hier auch nicht wirklich angreifen. Wir haben keine! Und wir deshalb so viel Kavallerie gerade verlieren. Da kommt noch mehr. Komm mal raus da. What? Da sind nur noch 16, Alter. Hör da auf. Verarsch mich doch nicht. Junge. Wir haben sogar Schockkavallerie dabei, ja? Auserwählte Schwertbande. Du willst mich echt verarschen? Das ist eine seiner Garnisonseinheiten. Ach du meine Fresse, ey, hätte ich das vorher gewusst, dass die Hackfleisch aus... Die machen ja Hackfleisch aus uns, auserwählte Schwertbande. Nee. Hart. Super hart. Okay, komm her. Komm. Wir müssen uns komplett neu aufstellen. Da haben wir gar keine Chance. Seht ihr das? Einfach nur da hinten die ganzen Hotte Hüste, die mir platt gemacht hat. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige.
Heilige Scheiße. Und das war nicht die einzige Einheit. Das war nicht die einzige auserwählte Schwertbande, die der da drin hatte. Der hatte noch mehr. Halt das ja immer noch nicht aus. Ich meine, die berittenen Kundschafter sind natürlich schon nicht so stark, ne? Also, das ist jetzt keine so gute Einheit. Aber ja, gut. Sobald du halt gegen die KI im Nahkampf bist, ne? Schlachtet dir einfach nur die Kaff ab. Da kannst du halt wirklich nur schocken. Mehr geht eigentlich nicht mit der Kaff hier, ne? Also im Nahkampf gegen die KI hält keine Kaff lange durch. Ihr könnt euch Zeit lassen. Da muss keiner jetzt schnell. Gut, die legen schon mal an, das ist super. Schade, ey, wir hatten eigentlich echt gut. Wir hatten eigentlich auch echt gute Kavallerie und die ist jetzt halt futsch, ne? Ah, Moment, ich glaube, ich habe die auserwählte Schwertbande auch gerade mit den Eidgeschworenen verwechselt. So, ich will jetzt mal gerade sagen, dein General ist auf jeden Fall hinüber. Macht jetzt erstmal hier seinen General bitte Fritte, damit der auf jeden Fall hinüber ist. Nicht so laut zu schreien. Rüst aus, Krieger! An die Waffen! Picken! Säube! Georgut! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Die Kämpfer sind bereit! Bereit, loszureiten! Schnell jetzt! Picken! Picken ihre! Kommen die mal hier hin. Gehst du mal bitte auf die Söldnerkavallerie. Können sie mal auf den Heerbannen ballern. Dann schießt mal bitte auf die Kavallerie da hinten. Schützen!
Adelsreiter! Komm her, da bitte drauf. Roma Invicta, oder was hat er eben gesagt? Das waren aber hier seine Jungs, ne? Die da geplärrt haben, das sagt bitte keiner von... Bogenschützen! Das gibt's einfach nicht. Sagt bitte keiner von unseren Jungs hier Roma Invicta, ja? So, das müssten wir jetzt eigentlich haben, ne? Okay. Genau, Kampfgruppe bitte auflösen. Die Bogenschützen bitte alle in den Nahkampfmodus. Die könnt ihr mal hier verfolgen. Bitte auch in den Nahkampfmodus. Wo könnten die verfolgen? Weiß ich nicht. Stellen die mal gerade so hier einmal hin. Schicken die dann nochmal darüber. Einmal ganz dünn. So, und dann müssten wir eigentlich hier schon mal so die wichtigsten Aufstellungen auch gemacht haben. Ah, nee, warte mal, du bist am nächsten an diesen flüchtenden keltischen Bogenschützen dran, ne? So, dann... Achso, das mache ich jetzt offscreen, ne? So, da habt ihr noch kurz gesehen, wie das so ausgegangen ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Kaledonische Eidgeschworene, keltische Schwertkämpfer, keltische Reiter, bemalte Krieger, keltischer Heerbann. Und doch auserwählte Schwertbande. Das ist keine... Das ist keine reguläre Standardinfanterie. Aber immerhin haben wir die komplette Armee aufgerieben, das ist doch super. Gibt es nichts weiteres? Setzt euch und dealt meine Feuer! Wir belagern ihre Höhlen! Wir brauchen nicht nur die Höhlen zu belagern. Jawohl. Das ist halt hier sehr wichtig, dass wir diese Schlacht erstmal gewinnen. Damit wir jetzt im Nachgriff... Moment, wollte ich nicht hier rauf gehen? Oder irgendwie so? Ich weiß es nicht. Damit wir jetzt im Nachgriff hier seine Hauptarmee ausschalten können. Und es war wichtig, dass wir erstmal ein bisschen Sicherheitsabstand zu seinem Agenten haben. Wenn wir Pech haben, dann... Wird er natürlich versuchen, hier dran rumzufummeln, an dem Burschen hier. Wir müssen jetzt auch noch eine weitere Armee aufstellen. Geschossreichweite für die Einheiten und mehr Schüsse. Oder Einkommen durch Plündern. Das ist sicherlich, das mit dem Plündern kann ich mir hier wiederum auch sehr lukrativ vorstellen. Angriffsbus für die Einheit des Kommandanten. Sicherlich auch gut. Aber wir nehmen erstmal... Ja, wobei, die Geschossreichweite, die, das ist nicht so wahnsinnig viel, ne? Wir haben ja erstmal 10% Angriffsbonus. Das würden wir dann verdoppeln, ne? Einkommen durch Plündern von Siedlungen.
Ja, ach komm. Warum nicht? Wir sind Sachsen. Wir plündern einfach alles. Wir plündern einfach alles oder reißen alles nieder. Okay, wir brauchen einen weiteren General. Und das sollte nicht der Gaustelin sein. Loaker Geheimaktion, Agenten ausweichen, finde ich gut. Widerstand gegen Fremdsatz und Korruption. Ne, wir nehmen dich. Und du bekommst natürlich auch eine Kavallerieeinheit. Ich sehne mich. Erfüllt eure Pflicht, meine Krieger. Ich erwarte eure Befehle. Und was für Einheiten gebe ich dir jetzt am besten? Ja, wir nehmen erstmal so ein paar Bogenschützen und so ein bisschen was noch mit. Genau, 4 Einheiten. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Söldner in der nächsten Runde. Also warte. Hier bitte ruhig davor. Wir adoptieren den Burschen auch direkt. Hätte gerne, dass er was für meine Seite tut. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.